Da sind wir wieder live aus Burgdorf mit drei großartigen Shows und heute präsentieren wir die allererste. Tagesschausprecher André Schünke ist heute bei uns zu Gast und wir werden über alles sprechen, was im Hintergrund der Tagesschau passiert. Außerdem könnt ihr euch auf eine Nachrichtensendung der ganz besonderen Art freuen. Ein Impro-Tagesschau werden wir heute machen. Ja, das wird auf jeden Fall sehr, sehr lustig und das alles gibt es jetzt bei Klartext Live, der ersten Show. Take off all my makeup, cause I love what's under it. Rub off all your words, don't give a, I'm over it. Gigala this way, yeah, you know I love all of this. Finally love me naked, sexy is when I strip. Take off all my makeup, cause I love what's under it. Rub off all your words, don't give a, I'm over strip. It. Gigala all this way, yeah, you know I love all of this. Finally love me naked, sexy is when confidence. Strip is getting more. My body out of control. Strip. Baby, I know that you love. I want my heart. Strip. Gotta do what you want. If they love it or they don't. Strip. I know you already fucked. Let me take it off. Strip. Lights down for the one I love right now. We never look better. Forget our friends, girl. I love it when we chill together. Ain't nobody gonna feel what we feel together. She wanna kiss. I want another one. You got a sick vibe. Reaching on my palm for you to put your hand and girl, you are the one. And I don't understand it, how you lighting up the room with your glow. Cause girl, you just own it. Endlich ist es wieder soweit, live aus Burgdorf. Hier ist Klartext Live, die Sommershow. Und hier euer Gastgeber, Torben Krull. Woo! Wahnsinn! Konfetti bei Klartext Live, die Sommershow. Wahnsinn. Vielen Dank euch beiden. Ja, Cindy und, ich hab's vergessen, Emily, sorry. Vielen Dank, dass ihr da wart. Großartige Tanzperformance. Ein Applaus nochmal für euch. Freue mich sehr. Was ein Opening. Jetzt sitzen wir hier komplett in Konfetti, dass ich das nochmal erleben darf. Der Wahnsinn. Also herzlich willkommen zu der allerersten Live-Show von Klartext Live, die Sommershow. Großartig, so viele Gäste, die wir hier im Saal haben. Endlich ist es wieder möglich. Da freuen wir uns natürlich mal sehr drüber, denn alleine macht das natürlich nicht so viel Spaß. Außerdem natürlich die ganzen Gäste zu Hause vor dem Bildschirm. Hallo, ich grüße euch. Das ist natürlich immer sehr schön, dass viele zu Hause mitschauen, denn wir brauchen euch. Ihr seid ganz wichtig. Wir brauchen eure Kommentare, eure Fragen, eure alles, was euch auf dem Herzen liegt, einfach in den Live-Chat schreiben. Und dann werdet das nachher im Talk direkt an André weiterleiten. Also alles, was ihr schon immer mal von André Schünke wissen wolltet, einfach in den Live-Chat schreiben. Und dann seid ihr mit dabei natürlich. Bereits im letzten Jahr, da hatten wir ja schon eine sehr, sehr schöne Veranstaltung hier bei uns im Johnny B, das Sommerfest. Und die Highlights vom Sommerfest im letzten Jahr, die haben wir nochmal ganz knapp und kurz zusammengefasst. Herzlich willkommen hier zum Klartext Sommerfest live. Schöne Shows, die wir da hatten, mit Hinak Baumgarten, Tutti Tran und natürlich auch mit Ann-Sophie. War sehr, sehr schön. Dieses Jahr legen wir natürlich nochmal eine Schippe drauf, wie es jetzt gehört. Ja, nicht nur Konfetti ist neu, wir haben noch vieles andere, was mit dazu gehört. Zum Beispiel auch ganz abwechslungsreiche Gäste heute, André Schüke, Tagesschausprecher. Dann haben wir heute Abend um 20 Uhr Mia Regensburg zu Gast, Comedian, mit einem exklusiven Ausschnitt aus dem Solo-Programm. Da freue ich mich auch sehr drauf, den es im Übrigen auch nur in voller Länge live zu sehen gibt. Später in der Aufzeichnung dann nicht mehr. Also es lohnt sich heute Abend
Abend um 20 Uhr nochmal einzuschalten. Klartext live, die Sommershow mit Mia Regensburg. Und morgen geht es dann weiter um 16 Uhr. The Voice of Germany-Teilnehmerin Freshta Akbarzada mit großartigen Songs. Freue mich auch sehr drauf. Und es gibt ein ganz besonderes Special. Da verrate ich aber noch nicht so viel. Also morgen auf jeden Fall auch nochmal einschalten. 16 Uhr. Und da gibt es auch noch Tickets. Ganz wichtig, einfach mal vorbeischauen. show-klartext.de ist da die Adresse zum Glück, könnte man sagen. Denn hier fühlt man sich das einfach nochmal ganz anders an, wenn man hier die Show mitkriegt. Ansonsten haben wir jetzt auch in jeder Show immer Nachwuchskünstler mit dabei. Das ist auch sehr schön. Heute ist es Nora Lotz, so ist richtig. Sie wird auch einen Song präsentieren. Da freue ich mich auch sehr drauf. Also in jeder Show gibt es jetzt immer einen aus der Region. Wir haben Aufrufe gestartet und da haben sich ganz viele beworben. Die drei haben es geschafft. Heute dann der erste. Jetzt kommen wir aber erstmal zu unserem eigentlichen Gast heute, den wir hier auf unserem Sofa haben. Er ist Lübecker und hat relativ klein angefangen beim Privatradio in Kiel. Ich weiß nicht, ob er es da schon gedacht hat, dass er dann wirklich irgendwann mal zu den ganz Großen kommen wird. Seit 2001 arbeitet er schon bei NDR 2 in den Nachrichten oder auch in Sondersendungen. Und vor vier Jahren kam dann auch der Einsatz als Tagesschausprecher dazu. Also das ist schon ein krasser Weg, den er da gegangen ist. Da wollen wir auf jeden Fall nochmal jetzt mit ihm drüber sprechen, was er da alles so erlebt hat und warum das Tagesschau-Studio so heilig ist. Darüber sprechen wir jetzt mit André Schünke. André Schünke. Moin. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Wir haben eine Schön warm hier bei euch. Das ist auch traditionell. Ja, dann ist es noch wärmer. Aber das ist ja auch traditionell bei uns so. Es muss warm sein. Die letzten Male haben wir auch richtig geschwitzt. Kann mich noch sehr gut dran erinnern. Ja, eine Sommershow wäre ja schade. Das wäre schade, ja. Wenn es jetzt, obwohl Sommerwetter ist ja auch nicht so richtig irgendwie gerade. Es ist ja auch eher herbstlich. Ja, aber da kommt bestimmt noch was. Wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Wir wollen natürlich heute viel über die Tagesschau natürlich sprechen, ist ja ganz klar. Ich weiß nicht, ob ich das alles verraten darf. Ja, aber wir wollen natürlich da dir auf den Zahn fühlen und natürlich so viel aus dir herauskitzeln, was nur geht. Okay. Genau, deswegen jetzt natürlich erstmal die Frage, Tagesschau, wenn du das so hörst, woran denkst du denn da? Denkst du da direkt an quasi dein Zuhause oder wirklich noch an so die Tagesschau, das Heiligtum des Journalismus? Ah, das ist eine Mischung. Also es bleibt natürlich immer irgendwie das Heiligtum ohne das ganze Glitter hier, ich bin gerade überfordert. Ich habe es ja selber so oft gesehen, so oft zu Hause auf der Couch geguckt, irgendwie von klein auf mit den Eltern so. Heutzutage ist ja gar nicht mehr ganz so stark, aber dass man sagt, so 20 Uhr hat auch keiner angerufen gefälligst. Also 20 Uhr bis 20.15 Uhr war gefälligst Stille am Telefon, dass man in Ruhe die Tagesschau gucken konnte. Und wenn man dann das erste Mal selber da drin steht, das ist schon, jagt einem so ein bisschen Ehrfurcht ein. Und ich glaube, man hat es mir auch angemerkt, die ersten Sendungen. Ich mache ja hauptsächlich Tagesschau 24, muss ich mal sicherheitshalber sagen. Ab und an auch die Tagesschau im ersten Nachtmagazin kann ich auch sehr empfehlen. Ja. Da geht es immer erst so um 0 Uhr los, nochmal so eine Zusammenfassung des Tages und das macht schon Spaß in diesem großen Studio. Und es ist ein bisschen anders klimatisiert als hier. Ja, das stimmt. Das können wir uns leider noch nicht leisten. Also so ein Tagesschau-Studio haben wir noch nicht. Nächstes Jahr, genau. Ja. Oder wir machen das einfach mal bei euch. Das wäre vielleicht auch mal eine Alternative. Könnte mal fragen. Ne? Ja. Das wäre nochmal eine Option. Aber bei euch im Tagesschau-Studio, wie fühlt man sich denn da so, wenn man da alltäglich moderieren darf, wo andere immer gerne hinwollen würden? Ja, es ist komisch. Irgendwann ist es halt auch ein Job, aber ich habe immer wieder Momente in dem Studio, wo ich denke, oh, jetzt stehe ich tatsächlich in diesem Ding drin, in diesem blauen Kasten, den ich sonst selber nur von außen kannte. Und es ist auch, das Studio ist ja ganz besonders, es dürfen nur ganz wenige Leute rein, also man hat ja so einen Hausausweis vom NDR und nur sehr wenige Leute haben den überhaupt so programmiert, dass sie damit die Tür aufkriegen, weil man vorher eine Sicherheitsunterweisung braucht. Es wird einem auch vorher sehr ausführlich alles erklärt, muss man auch unterschreiben, dass man das gelernt hat. Denn in diesem Studio sind ja überall so Kameras an Kränen auch dran, die so am Anfang ja auch ranfahren fürs erste Guten Abend, während der Opener, wie das bei uns heißt, läuft. Und die fahren an Kränen, die eigentlich aus dem Autobau kommen, mit ich weiß nicht wie viel km/h, um diesen Effekt eben zu erzeugen, dass diese Kamera so auf einen zufährt und das ein bisschen schick aussieht. Allerdings ist das auch nicht ganz ungefährlich und deswegen gibt es bestimmte Punkte im Studio, die nur sicher sind. Also theoretisch, wenn so eine Kamera mal nicht da stoppen würde, wo sie eigentlich stoppen sollte, müsste ich mich auf den Boden werfen zwischen die beiden Tische. Ja. Es gibt auch so einen roten Ausknopf unterm Pult
Und wo man, ich musste zum Glück noch nie draufhauen, aber wenn einem das alles vorher gesagt wird, plus man hat das erste Mal eine Live-Sendung im Fernsehen und dann sagt man noch, ach übrigens, heute hast du auch eine Sendung im Ersten, da gucken dann ja doch ein paar Leute zu, das ist schon ein bisschen komisch, wenn man dann steht und denkt so, okay, ich könnte jetzt sterben und ich bin sehr aufgeregt. Beides. Eine komische Mischung. Ja, das glaube ich. Ja. Deswegen muss ich jetzt gerade an eine ganz lustige Situation denken. Linda Zervakis, die wurde, glaube ich, mal reingelegt von Verstehen Sie Spaß. Da musste sie auch zwischen die beiden Pulte krabbeln. Ja, stimmt, stimmt, da hat man das mal gesehen. Linda Zervakis hat reingelegt, so war es richtig. Genau, ich glaube, sie hat Ingo Zamperoni reingelegt, da haben die genau das mal durchgespielt. Aber dir ist noch nicht passiert. Nee, bis jetzt noch nicht. Ich warte auch noch auf den Einsatz. Es glittert solche manchmal nicht. Ich warte noch auf den Einsatz des Handmikrofons. Wir haben auch nämlich bei uns zur Not, wenn mal der Ton ausfällt, wenn dieses, wir haben ja eigentlich ein Ansteckmikrofon, aber wenn das mal ausfällt, weil die Funkstrecke sich irgendwie zerlegt, die Batterie alle ist, vielleicht auch einfach nur der Moderator vergessen hat, es einzuschalten vorher, wir haben ja dieses Gerät hier hinten dran, dann gibt es zur Not ein Handmikrofon mit Kabel, das liegt in so einer Schublade unterm Tisch. Und ich warte immer noch auf den Moment, wir hatten mal so ein Havarietraining. Ja. Da sieht man halt aus, als wäre man in so einer Schlagershow und dann einfach die Nachrichten vorlesen. Aber großartig. Ich fände das mal ganz Lust toll. Zu. Ich fände das, fänd das auch ganz toll. Ich glaube, das würde sich jeder auch sehr amüsieren, der dann zu Hause vielleicht machen wir es mal extra für YouTube. Ja, oder so. Das wäre doch mal eine tolle Sache. Ja. Ich fände es super. Ich würde sofort gucken. Aber wie ist denn das so, wenn man jetzt zur Tagesschau geht? Also wie kann man sich das vorstellen? Kommt dann wirklich irgendwann einmal so die Anfrage, Herr Schünke, wir laden Sie ein, möchten Sie gerne die Tagesschau moderieren? Soll es auch geben. Ja. Ich glaube, die verschiedensten Wege führen nach Rom oder viele Wege. Bei mir war es so, dass eine NDR-Mitarbeiterin, die mich auch von NDR 2 schon kannte, mich irgendwann mal gefragt hat, in so einem halb privaten Rahmen auf irgendeiner Feier so, könntest du dir das nicht auch mal vorstellen? Und offensichtlich habe ich nicht so wahnsinnig begeistert reagiert, obwohl ich innerlich explodiert bin, aber ich wollte halt cool wirken so. Und habe dann gesagt, nee, ich habe auch echt viel um die Ohren. Ich mache NDR 2 und zu dem Zeitpunkt war ich auch bei NDR Info im Fernsehen in Hannover als Redakteur und hatte wirklich viel um die Ohren, aber ich hätte natürlich sofort alles stehen und liegen lassen, um da hinzukommen. Und irgendwie wirkte ich wohl nicht begeistert genug, weil irgendwie verlief sich das Gespräch so und dann kam nichts mehr. Und ein paar Wochen später hat dann eine andere Kollegin gesagt, sag mal, was ist jetzt eigentlich mit deinem Tagesschau-Casting geworden? Ich so, Tagesschau-Casting. Mhm. Und sie so, naja, hier Kollegin XY hat dich doch gefragt. Und ich so, ja, sie hat ja aber nichts mehr irgendwie gesagt. Und sie meinte so, naja, sie sagte auch, du wirktest irgendwie so überhaupt nicht begeistert. Und deswegen hat sie dann gedacht, dann fragt sie halt nicht weiter. Ja, das muss ich dann nochmal revidieren. Ja. Ich habe mich dann da nochmal gemeldet und habe gesagt, also zur Not, wenn ihr mal jemanden braucht. Dann würdest du dich opfern quasi. Genau. Ja. Und dann gab es, lange Geschichte, dann gab es ein Casting, weil erstmal muss man halt diesen Menschen im Studio sehen, egal ob der vielleicht einigermaßen gerade aussprechen kann oder nicht. Ist halt auch immer eine optische Sache. Dann gefiel denen die Frisur erstmal nicht, musste meine Frisur ein bisschen schicker werden. Natürlich. Und als das dann alles so gepasst hat, haben sich dann zig Chefs dieses Band angeguckt. Dann hieß es, ja, war toll, wir melden uns. Habe ich wieder nichts gehört. Und ich hatte aber beim Casting Linda Zervakis getroffen in der Garderobe und die kenne ich wiederum vom Radio. Die hat ja früher auch Radio gemacht und die Radio-Verbindungen, die halten einfach ein Leben lang. Und die hatte da schon gesagt, oh, wie geil, du kommst hierher. Und ich so, ja, weiß ich nicht, ist jetzt erstmal nur ein Casting, mal abwarten. Ja, und dann hat mich Linda irgendwann angerufen und gesagt, was ist eigentlich aus deinem Casting geworden? Also quasi wieder die Situation. Ich so, ja, keine Ahnung, ich habe nichts gehört, die haben mich ja jetzt gesehen, dann sollen sie Bescheid sagen. Und dann hat sie mich ein bisschen auf den Pott gesetzt und hat gesagt, nee, du weißt ja, wie das ist. Chefs haben auch wichtige Dinge zu tun. Die haben da vielleicht noch 10 andere Tapes liegen. Du rufst da jetzt nochmal an. Ich bitte dich darum. Ja. Und dann habe ich mich gemeldet und dann ging es ratzfatz. Dann war so, ja nee, eigentlich könnten wir in 3 Wochen jemanden gebrauchen. Können Sie schon anfangen. Das war dann wahrscheinlich auch eine ganz komische Situation, wenn du dann in 3 Wochen da natürlich direkt hin musstest. Aber eigentlich hast du es dann so ein bisschen der Linda Zervakis auch mit zu verdanken, weil die nochmal richtig gesagt hat hier. Also wenn die mir nicht nochmal in den selbigen getreten hätte, dann weiß ich nicht, dann wäre wahrscheinlich nichts draus geworden. Dann hätte ich immer noch gewartet und gesagt, tja, mich ruft ja keiner an. Ja, genau. So. Aber sehr gut, es hat ja alles geklappt. Ja. Und jetzt deswegen nochmal danke an Linda. Genau, danke an Linda, aber Linda ist jetzt ja auch schon wieder. Danke, Linda. Genau. Die kannst du uns gerne mal vermitteln. Aber ich versuch's, die ist halt extrem busy. Ja, die ist busy, ne? Aber Linda ist jetzt ja leider schon wieder weg. Ja, jetzt die haben wir leider eingebüßt. Ja. Aber ich glaube, das könnte ganz cool werden, was sie da jetzt macht. Bestimmt. Alles, was ich so gehört habe. Ja. Wie ist es ohne Linda? Das ist natürlich.
Es ist schon traurig. Also ja, weil Linda ist wirklich eine, die ist echt cool. Ja. Und Linda ist auch hinter den Kulissen so wie vor den Kulissen. Mhm. Also jetzt mal abgesehen, in der Tagesschau ist man halt Tagesschau. Ja, ja, klar. So. Aber wenn man Linda so in der Talkshow mal sieht oder irgendwo in der Spielshow oder so, die ist halt so, wie sie ist. Und ja, die verstellt sich nicht und die ist cool und es macht Spaß mit der. Und das ist halt auch schön, wenn so jemand in der Redaktion ist. So. Mhm. Und es ist ja noch eine Tagesschau-Ikone gegangen. Du kannst dich erinnern, Jan Hofer, natürlich, ist gegangen. Und wie war das denn für euch, wenn jetzt auf einmal Jan Hofer, der ja schon ewig die Tagesschau gemacht hat, auf einmal gegangen ist? Was war das für eine Stimmung? Ja, das war auch irgendwie traurig, weil ja, der, also Jan ist halt, der hat ja gefühlt auf dem Sendergelände gewohnt. Also wenn irgendjemand ausgefallen ist, selbst während einer Schicht oder so, dann war Jan nach einer halben Stunde da. Ich weiß gar nicht, wie der das immer angestellt hat. Ja. Aber und den konntest du ja nachts wecken und sagen, jetzt bitte Tagesschau sprechen. Und dann hat er es gemacht, zur Not auch ohne Text. Mhm. Also der ist ja wirklich, ja, darf man coole Sau sagen hier? Ja, das darf man sagen. Und auch super nett. Und deswegen war das natürlich irgendwie sehr schade. Was ich echt cool fand, war, dass er dann zu Let's Dance gegangen ist. Ich wollte es gerade sagen, weil ich wollte gerade sagen, tanzen kann er ja auch. Ja, ne, das haben wir alle gesehen. Der kann alles. Ja, da hat er auch alles gegeben. Wie ist denn das so, wenn jetzt so ein normaler Tagesschau-Alltag, wie läuft der ab? Du stehst auf, fährst zum Studio und dann? Genau, ich stehe auf, gucke in den Spiegel und denke, oh, wollen wir das der Welt heute antun? Ich weiß es nicht. Dann freue ich mich erstmal sehr auf die Maskenbildnerin. Ja. Genau, dann fahre ich ins Studio, dann erstmal kurze Besprechung in der Redaktion, was steht so an, gerade bei Tagesschau 24, für den Nachrichtensender kann ich nochmal sehr Werbung machen hier, haben wir ja wirklich immer, wenn aktuell was passiert, schalten wir live zu den Events oder zu Pressekonferenzen oder jetzt bei der Flut natürlich auch super viele schalten zu den Reportern vor Ort und das muss natürlich ein bisschen vorbereitet werden, da muss man sich absprechen, mal mit dem Reporter reden, wo stehst du, was kannst du erzählen, welche Fragen kann ich dir stellen, weil man natürlich Kollegen irgendwie auch nicht auflaufen lassen will und am Ende auch für alle das Beste rausholen will. Oder Politiker-Interviews, die muss man natürlich gut vorbereiten, dass man sich da nicht aufs Glatteis führen lässt, sondern im besten Falle natürlich umgekehrt es schafft, eher den Politiker aufs Glatteis zu führen. Genau, das wird dann kurz abgesprochen, dann umziehen. Meine Klamotten hingen lange neben denen von Linda Zervakis. Sehr schade, jetzt ist etwas Platz auf der Stange. Wollte ich gerade sagen, jetzt ist der Platz frei, das ist ja auch sehr traurig. Ja, aber es kommen ja jetzt neue Leute dazu, dann von daher wird da ruckzuck werden wieder Kleider und Blusen neben meinen Anzügen hängen. Ja, dann Anzug aussuchen, Krawatte aussuchen. Ja. Krawattenknoten binden sollte man schnell können in diesem Job. Oh, okay. Wenn man da stundenlang dran rumdoktert, das kostet viel zu viel Zeit. Dann in die Maske. Und das ist eigentlich erstmal dann so die schönste Zeit, weil man nochmal so einen Moment runterfahren kann, über Gott und die Welt reden und wird ein bisschen betüdelt und weiß im besten Falle doch, also meistens sieht man hinterher besser aus als vorher. Ich hatte auch schon Fälle, wo Kolleginnen irgendwie ganz frisch vom Theater kamen und beim Theater wird ja doch mal anders geschminkt als fürs Fernsehen. Beim Theater ist ja eher so, ne, für große Bühne, dass man auch in der letzten Reihe noch was erkennen kann. Wenn man das fürs Fernsehen macht, sieht man manchmal ein bisschen sehr angemalt aus. Ja. Genau, und dann aus der Maske Lichtprobe im Studio, also verkabeln. Ach so, aber das findet dann direkt vor der Sendung statt? Ja, meistens so eine Viertelstunde vorher. Da gibt es genau feste Slots, weil... War nicht gut kalkuliert, dass du das hier weißt, ne? Nächstes Mal vorher durchsaugen. Da gibt es genau feste Slots, weil dieses Studio ja permanent ausgelastet ist. Da ist immer irgendeine Sendung drin und man muss aufpassen, ist mir auch schon mal passiert, dass ich fast in eine 12-Uhr-Ausgabe reingelaufen bin von der Seite. Sehr schön. Weil ich kurz danach dran war und habe das Rotlicht unprofessionellerweise nicht gesehen, weil ich irgendwie so im Stress war. Und dann habe ich gerade noch gesehen, wie Klaus-Erich Bötzkes, der die 12 Uhr moderiert hat, irgendwie unterm Tisch so gemacht hat. Bin ich schnell wieder hinter die Kulisse gegangen, habe mich rausgeschlichen. Ja, aber das wäre doch auch mal für den Unterhaltungswert. Ja, so wie damals der Müllmann, der bei Susanne Daubner morgens reinkam. Ja, da gibt es ja ganz viele schöne Storys. Ja, da hört es, glaube ich, nicht auf. Also das ist auf jeden Fall sehr spannend. Ansonsten ist es natürlich gerade, du hast es schon gesagt, das Nachtmagazin moderierst du ja auch. Das ist natürlich von den Zeiten bestimmt ganz schön krass. Wann arbeitest du da und kommt da überhaupt irgendwie was wie ein Schlafrhythmus zustande? Nee, also auch Menschen, die gerne in diesen Job wollen,
kann ich sagen, mit Biorhythmus hat das alles gar nichts mehr zu tun. Entspannt. Gesund geht anders. Beim Radio mache ich ja sehr viele Frühschichten. Da war diese Woche Aufstehen 3.45 Uhr. Mhm. Ne, danach immer der Link zur Maskenbildnerin, deswegen bin ich so froh, wenn die dann da ist. Mhm. Beim Nachtmagazin bin ich um 3.45 Uhr manchmal gerade erst im Bett. Mhm. So, weil das fängt halt um Mitternacht an. Da fängt man um 17 Uhr an zu arbeiten. Und manchmal sind die Schichten dann alle durcheinander. Da muss man als freier Mitarbeiter beim NDR so ein bisschen selber darauf achten, dass das alles passt. Und ja, weil halt zig verschiedene Jobs, aber es macht halt auch Spaß, weil es unterschiedliche Dinge sind. Ja. Also sind ja komplett andere Ansätze, ob ich bei einer Tagesschau Texte vorlese oder beim Nachtmagazin sind es halt Moderationen, die der Moderator, die Moderatorin selber schreiben kann, die mit die Sendung plant und so, das ist ein ganz anderer Ansatz. Also würdest du jetzt fast sagen, dass das Nachtmagazin theoretisch sogar ein bisschen mehr Spaß macht, weil man halt ein bisschen mehr machen kann, aber wo wir jetzt eigentlich alle gedacht hätten, die Tagesschau an sich ist bestimmt das Spannende. Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, ja, genau. Wenn meine Chefs sich das mal angucken. Genau. Die Jobs machen alle sehr viel Spaß. Genau, natürlich. Nein, die machen tatsächlich alle sehr viel Spaß. Inhaltlich ist das Nachtmagazin schon am coolsten, weil es ein bisschen wie Tagesthemen in kleinen, sage ich jetzt mal, mit etwas kleinerem Besteck. Sie könnten halt 2-3 Stunden früher sein, das wäre noch angenehmer. Aber natürlich, wenn man jetzt rein auf die Quote guckt und so einer Judith Rakers guckt um 20 Uhr halb Deutschland zu, ich glaube, in Spitzenzeiten hatten wir jetzt wieder sowas bei 17 Millionen manchmal oder so, man denkt es ja verrückt. Ja. Und so um 0 Uhr oder 0 Uhr 15, da ist dann doch der eine oder andere schon eingeschlafen. Ja. Da gucken dann nicht mehr ganz so viele Menschen aber zu. Aber die Quote merkt man ja nicht im Studio. Oder nee, das stimmt. Ja, nee, das ist ja wurscht. Das ist ja, am Ende sehe ich ja niemanden in diesem Studio. Das ist ja das. Eventuell von der Anspannungshaltung natürlich ein bisschen anders. Ne? Wenn du weißt, 17 Uhr oder so, machst eine Tagesschau und denkst, jetzt schauen so und so viele durch. Oder? Ist das, macht das bei dir einen Unterschied? Komischerweise gibt es da manchmal einen Unterschied. Dass dann, wenn am Anfang bin ich so rangegangen, ist egal, ist alles Fernsehen. Und beim Radio sind es auch 1,4 Millionen Leute bei NDR2, die da zuhören. Und auch die sieht man nicht. Mhm. Trotzdem, es findet im Kopf statt. In dem Moment, wo das rote Licht angeht, ist man doch irgendwie angespannt. Und das ist ja auch gut so, weil wenn das Adrenalin nicht wäre, hätte ich mich, glaube ich, das ein oder andere Mal in der Frühschicht, wenn man nur 5 Stunden geschlafen hat, noch häufiger versprochen. Ja. So. Und trotzdem ist dann aber ein Unterschied, wenn einer sagt, okay, die Sendung ist jetzt im Ersten. Ist eigentlich egal, ob die jetzt bei Tagesschau 24 oder so, ist alles Fernsehen. Mhm. Aber trotzdem gibt es dann nochmal so einen Extra-Kick. Ja. Du sagst gerade, da kommt bei dir gleich so eine Anspannungshaltung hoch. Es ist ja auch immer so, gerade in der Tagesschau, aufrecht stehen und ernst bleiben vor allen Dingen. Aber gibt es da nicht auch irgendwann mal Momente, wo man wirklich so denkt, so, wenn irgendwas im Hintergrund passiert oder auch irgendeine Panne passiert, wo man wirklich sich das Lachen nicht mehr zurückhalten kann? Oder sei es nur, dass der Mundwinkel zuckt, gab es sowas schon mal bei dir? Im Tagesschau-Studio tatsächlich noch nicht so. Also wer mich gut kennt, sieht vielleicht manchmal, dass dann die Mundwinkel vielleicht ein ganz bisschen hochgehen. Das liegt dann aber immer eher so an drumherum. Wir haben ja so einen Knopf im Ohr in der Sendung, wo wir Kommandos drauf bekommen, wo uns die Leute sagen können, was als nächster Beitrag kommt oder Achtung, Schalte fällt aus, weil die Schalte nicht funktioniert oder so. Ich kriege nur oft die lustigsten Sachen überhaupt nicht mit, sondern ich sehe die dann hinterher quasi in der Gesamtkomposition. Ich habe ja hinter mir den Bildschirm, auf dem die Fotos zu sehen sind oder wo auch die Korrespondenten eingeblendet werden. Das ist also kein Greenscreen, sondern die sind da wirklich mit so einem riesen Beamer, so ähnlich wie ihr den hier auch stehen habt. Und da gab es zum Beispiel schon die Situation, das war gleich meine allererste Tagesschau im Ersten, da war auf dem Prompter der Text von der Sendung davor geladen. Da hat irgendwie die zuständige Person das irgendwie nicht gesehen, weil die erste Meldung die gleiche war, hat die den Unterschied nicht gesehen. Es waren aber in meiner Sendung 2 Schalten drin, die in der Sendung davor gar nicht da waren. Und ich habe halt stoisch meine Moderation vorgelesen. Der Zuschauer sah aber, wie im Hintergrund der erste Reporter eingeblendet wurde, wieder ausgeblendet wurde, weil ich habe ja einfach weitergelesen. Ja. Dann kam noch einer, bis mir dann irgendjemand mal aufs Ohr gesagt hat, so halt, wir haben noch eine Schalte. Da habe ich halt bei der ersten Sendung, war ich auch noch zu aufgeregt, um überhaupt dann selber noch darauf zu achten. Heute würde mir es vielleicht auffallen, dass da irgendwas los ist. Ja. Man hat ja auch keine Ahnung im Hinterkopf.
Da ist man wahrscheinlich auch richtig im Film quasi. Kriegt man das überhaupt noch mit, was so drumherum passiert dann? Oder bist du richtig im Tunnel? Ein bisschen drumherum muss man schon noch mitbekommen. Aber ich weiß oft nicht, wenn wir so eine längere Live-Strecke hatten, das ist beim Radio ähnlich wie beim Fernsehen, und man irgendwann auch an so einen Punkt kommt, wo du nicht mehr die Texte auf dem Teleprompter hast, gerade bei Live-Geschichten mit Interviews, wo man dann aufs Ohr bekommt, mach weiter, weil vielleicht noch nicht feststeht, was der nächste Beitrag ist, dann funktioniert man und in dem Moment konzentriere ich mich auf das, was ich sagen will und vor allen Dingen, was der andere sagt, weil Zuhören ist das Wichtigste beim Interviews führen, damit man weiß, wie man nachfragen kann. Und ich weiß dann aber oft, wenn ich rausgehe und mich dann mit Leuten unterhalte und die dann sagen, ja, das und das ist doch passiert, hast du doch gerade, ist doch gerade durchgesagt oder so. Das ist immer so, hab ich? So, da ist dann irgendwie, keine Ahnung, was ist so ein Live-Filter, der funktioniert dann in dem Moment und ist aber auch ganz gut, gerade wenn man über Unglücke oder so berichtet, sind ja oft schlimme Themen auch dabei. Ja. Ein Stück weit muss man da auch funktionieren, sonst kommt das zu dicht an einen ran. So als Zuschauer stellt man sich jetzt ja auch mal vor, man sieht die Leute ernststehend da. Ist die Anspannung auch dann hinter den Kulissen so ernst oder wird dann auch mal hier ein bisschen gewitzelt und gescherzt oder sind alle in der Tagesschau immer straight und ernst? Alle immer straight und ernst, den ganzen Tag. Das, so stellt man sich vor. Nein. Nein, es wird schon auch bei uns ziemlich viel gewitzelt und offensichtlich habe ich etwas schwitzige Finger, wie man sehen kann. Auch gewitzelt. ist schon bei uns, kommt immer noch auf die Leute drauf an. Es gibt welche, mit denen kann man viel Spaß machen, welche sind, die eher spaßbefreit sind. Das kennt ja jeder von seinem Unternehmen auch. Das stimmt, ist immer unterschiedlich. Jetzt ist natürlich Fernsehen so ein, ich würde mal sagen, heikles Thema, gerade aktuell. Jetzt würde mich natürlich mal interessieren, wie siehst du denn das in der Zukunft? Wird es die traditionelle Tagesschau im Fernsehen um 20 Uhr in 10 Jahren noch geben? Ich glaube, es wird sie noch geben. Dass die Funktion aber eher eine andere ist. Das im linearen Fernsehen ist ja jetzt schon so, dass man eher sagt, das ist quasi so unser Schaufenster, wo wir die Sendungen reinstellen, die am wichtigsten sind oder die Redaktion oder so für am wichtigsten, am interessantesten hält und von denen die Leute vielleicht auch am meisten haben, sodass man immer die Möglichkeit hat, wenn man keine Lust hat, sich in irgendeiner Mediathek irgendwas zusammenzusuchen und seine eigene Playlist zu basteln, sich einfach nur hinzusetzen, die Kiste anzumachen und dann kommt da was. Und dass das nicht wild durcheinander läuft, sondern irgendwie eine gewisse Regelmäßigkeit hat, das glaube ich, wird schon bleiben. Aber wenn ich mir so meine Nichten angucke oder so, ich weiß nicht, wann die sich das letzte Mal hingesetzt hat, um 20 Uhr eine Tagesschau sich anzugucken. Die guckt die halt, wenn es ihr passt. Und ich sehe das ja bei mir selber auch. Mhm. Auch in der NDR2-Nachrichten habe ich mir früher als ersten Punkt des Tages auch vor der Frühschicht wach geworden oder wach in Anführungszeichen und um 4 Uhr erstmal das Radio an und gehört, wie ist der Stand der Dinge. Heute ist ganz praktisch, wenn ich vielleicht auch mal erst 3 Minuten später wach werde, klicke ich halt in die App und dann läuft da die letzte Nachrichtensendung. Und das hat ja schon große Vorteile, so an Bequemlichkeit. Aber ich glaube, es hat auch Nachteile, sehen wir jetzt alle so mit Fake News und mit dem Bubble-Leben, dass sich jeder auch durch einen Algorithmus bestimmtes Nachrichtengeschehen zusammenstellen kann und ich Menschen dann mitunter auch gar nicht übel nehmen kann, dass die wirklich glauben, dass das, was sie halt jeden Tag sehen auf ihrem Handy, dass das die Realität ist, dass die aber von niemandem mehr wirklich gegengecheckt wurde und sie im Zweifel immer nur das wieder vorgeschlagen bekommen, wo sie sowieso schon mal drauf geklickt haben, das zeigt dieses Gerät einem ja nicht an. Und da hat halt die 20 Uhr immer noch so wenigstens eine gemeinsame Wahrheit, sage ich jetzt mal, also ein gemeinsames, was wir alle gesehen haben und was bei uns in der Redaktion von zig Leuten gegengecheckt wird, dass wir da eben keinen Blödsinn verbreiten. Wenn das mit der Zeit wegfällt und jeder wirklich nur noch so seinen eigenen Tunnel hat, frage ich mich, wie dann auch so Gespräche auf einer Party oder so ablaufen sollen, wenn man irgendwie keine gemeinsamen Erfahrungen mehr macht. Die Tagesschau, die setzt ja jetzt auch auf Social Media zum Beispiel. Da ist sie ja sehr aktiv. Was meinst du, ist das eine Option für die Zukunft der Tagesschau? Auf jeden Fall. Also die sind ja ultra stark da, die Marke. Die haben ja, ich weiß nicht,
Mir fehlen jetzt gerade die Zahlen, aber das ist im Millionenbereich, was sich da abspielt, auch auf Instagram und so. Und da, glaube ich, sind viele Formate und da gibt es auch eine gute Chance. Ich weiß halt nicht, ob alle, die sich das angucken, da überhaupt den Link herstellen und sagen, ah, das sind die mit dem Rundfunkbeitrag. Oder ob die halt nur sagen, ja, da, wo dieses blaue Ding in der Ecke ist, dem vertraue ich halt, weil es blau ist. Keine Ahnung. Also kann man hoffen, dass die Leute das auch miteinander verknüpfen. Und das würde uns ja dann auch eine gewisse Berechtigung für die nächsten Jahre noch verleihen. Also ich kriege das nur immer wieder mit. Ich folge der Tagesschau auch auf Instagram und ich finde das super. Und ich weiß auch von ganz vielen aus meinem Alter, dass die Tagesschau wirklich gerade auf Instagram überall eigentlich immer präsent ist. Jeder folgt der eigentlich irgendwie und da kriegt man halt immer... Ja, also wirklich, ich glaube, das ist wirklich ein guter Weg und ich glaube, das kommt richtig gut an. Ja, wir sprechen da weiter drüber. Es ist ein spannendes Thema. Aber jetzt werden wir erstmal einen kleinen Act hören. Wir haben nämlich ein bisschen Musik. Ich habe schon angekündigt, wir haben Nachwuchskünstler in jeder Show dabei. Die konnten sich bei uns bewerben. Und jetzt haben wir auch heute natürlich Nora Lotz da. Ich habe schon gesagt. Und sie wird uns jetzt einen Song präsentieren, den sie sogar selber geschrieben hat. Ich freue mich sehr über Weil die Welt sich dreht. Hallo, auch von mir. Ich bin Nora Lotz. Ich schreibe Songs auf Englisch und auf Deutsch. Und dieser Song ist entstanden, als ich in einem Startup Mein mutiger Weg gearbeitet habe für eine Zeit lang. Und das hat mich inspiriert und da ist dieser Song entstanden. Ganz alleine auf der Bank sitzen und deine Gedanken tanzen in dem Karussell herum. Ganz genau so fühlst du dich, genau so fühlst du dich, wenn du allein in deinem Kopf zerbrichst. Ich weiß nicht, was ich kann, ich weiß nicht, was ich will, weil die Welt sich dreht und mit dir tanzt, weil in dir so viel mehr schlummert, als du glaubst, als du glaubst, als du glaubst. Kannst du mal aufstehen und zu deinen Augen sehen, deinen Träumen, dir steht immer eine Tür offen, wenn du dran glaubst, wenn du bei dir bleibst, bei dir bleibst. Weil die Welt sich dreht und mit dir tanzt, weil in dir so viel mehr schlummert, als du glaubst, als du glaubst, als du glaubst. Ich glaub daran, dass ich es kann, weil sonst niemand das sieht, was ich sehe. Für immer bin ich müde zu sagen, was ich will, kann noch nicht sagen, was ich will, sage nur, was ich fühl, und das ist so viel mehr, weil die Welt sich dreht und mit dir tanzt, weil in dir so viel mehr schlummert, als du glaubst. Ich glaub daran, dass ich es kann, weil sonst niemand das sieht, was ich sehen kann. Oh, oh. Ich glaub daran, dass du es kannst, weil sonst niemand das
alles sieht, was du sehen kannst. Das sieht, was du sehen kannst. Und jetzt geh ich alleine auf meinem Weg dahin. Traue meinen Füßen, meine Füße gehen dahin. Die Sonne strahlt auf meine Nase so warm. Und die Wolken teilen sich, der Himmel bricht auf. Dankeschön. Großartig. Nora Lotz, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Wahnsinnig schöne Stimme. Wir freuen uns sehr. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie lange machst du denn schon so lange Musik? Schon recht lange, eigentlich seit ich denken kann. Noch nicht immer auf der Bühne. Also ich habe auch wie alle irgendwie, die gern singen, unter der Dusche gesungen und so. Und 2004 hat meine Mama einen Zeitungsartikel gewedelt und gesagt, hey, die suchen Kinder für ein Musical-Casting. Und ich wusste erstens noch nicht so richtig, was Musical ist. Das war irgendwie 2004, also ja, vielleicht so eine grobe Idee. Und hatte auch noch nie eine Bühne betreten und bin dann einfach reingesprungen zu dem Casting und da ging es los. Von da an habe ich dann 13 Jahre Musical gespielt als Kind. Und jetzt stehst du ja quasi ständig auf der Bühne. Ja, schon regelmäßig. Ja, schon sehr oft. Jetzt ist natürlich, mit welchem Künstler würdest du denn gerne mal auf der Bühne stehen? Jeder hat mal irgendwie so sein Idol. Was ist denn bei dir so? Ich finde Florence Welch sehr inspirierend. Aurora ist eine großartige Künstlerin. Es ist voll schwierig, sich da zu entscheiden, weil es gibt so viel Inspiration und so viel Musikrichtung. So das wären so zwei. Den Song hast du ja auch selbst geschrieben. Was stehen denn noch für Projekte an? Was können wir noch erwarten? Neue Songs? Ich habe sehr viel Kooperationen auch nebenher. Also ich habe im Moment noch sehr viel in der Warteschleife. Da ist noch mit einem Pianisten, Linus heißt der, ist ein Song in Arbeit. Der kommt auch hoffentlich noch dieses Jahr raus. Es steht auch ein Album an mit 15 Songs, mal gucken. Ein Riesenprojekt und genau. Wo können wir das dann hören? Das kann man dann auf Spotify hören. Großartig. Sehr schön. Vielen Dank, Nora, dass du danke da warst. Danke euch. Ihr macht es so toll hier. Dankeschön. Richtig danke. Schön. Kompliment. Ja, vielen Dank. Nochmal einen Applaus für dich. Hast du großartig gemacht. Mit dem Konfetti ist der Wahnsinn. Ich freue mich schon, das aufzufüllen. Ja, sehr schön. Machst du das? Auch mit, natürlich. Jeder macht hier alles. Nehmt ihn beim Wort. Willkommen zu unserem ersten kleinen Sofaspiel. Da freue ich mich sehr drauf. Und zwar geht es... Ein bisschen Angst. Ja, das ist berechtigt, würde ich mal sagen. Aber es ist unser Traditionsspiel. Mittlerweile haben wir es schon sehr oft gemacht. Wahr oder falsch, das Schlagzeilenquiz heißt das Ganze. Und wir werden deswegen einfach mal direkt losschießen mit der ersten Schlagzeile. Wir haben einige ausgedacht und einige sind echt. Du darfst jetzt sagen, ist gelogen oder ist wahr. Okay. Kriegen wir hin, ne? Perfekt, dann starten wir einfach mal mit der allerersten Schlagzeile. Mann fährt mit Reisebus zum Zahnarzt. Würde ich sagen, wahr. Ist wahr, ist tatsächlich gelogen, haben wir uns ausgedacht. Verdammt. Verdammt, ne? Wäre auch eine lustige Story, glaube ich. Ich würde mich darauf freuen, auch vor allen Dingen auf das Bild. Ja, wenn man den Parkplatz auch findet, vor allem. Wenn man den Parkplatz findet und wie der Reisebus vor dem Zahnarzt steht. Das wäre für mich schon das Highlight. Rasende Taube vom mobilen Radarwagen geblitzt. Ich würde auch da sagen, das gab es schon. Da ist es sogar richtig. Und das Schöne ist, wir haben ein Bild. Das können wir mal einblenden. Da ist es. Die Taube geblitzt vom Radarwagen. Dass das überhaupt geht, ne? Ein Kollege von mir ist mal mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Arbeit geblitzt worden. Auch schön. Worden. Auch nicht schlecht. Ja. Naja, ich bin ja da ist auch gespannt, dann, ob dann überhaupt ein Brief kommt oder nicht. Wenn er so bekannt ist, dass er... Ja, man müsste ihn ja erkennen. Man müsste ihn erkennen, Er hatte kein Kennzeichen dran, aber ich glaube, da kam nichts. Vielleicht ist auch das Auto neben ihm geblitzt worden und er wollte angehen. Genau. Und das Auto neben ihm. Aber ich habe ihn sehr bewundert, er hat sich gefreut. Ja. Apfelmus löst Sprengstoffalarm am Flughafen aus. Doch, es kann durchaus auch passieren. Es ist ja schon wegen der verrücktesten Sachen Sprengstoffalarm ausgelöst worden. Tatsächlich, ja. Selbstgemachter Apfelmus, der hat am Erfurter Flughafen den Alarm ausgelöst. Bei der Sicherheitskontrolle, da schlug die von einer Familie mitgebrachte Babynahrung mehrfach in einem Gerät der Sprengstoffkontrolle an. Und deswegen musste die Bundespolizei dann da erstmal ermitteln. Aber ist ja zum Glück nichts. Wer musste das dann auslöffeln? Nee, wahrscheinlich das Kind. Ja. Wahrscheinlich das Kind, das mit war. Kind verdient 1000 Euro mit selbstgebastelten Corona-Tests. Mit selbstgebastelten Corona-Tests? Ja. Da würde ich jetzt eher sagen, hoffentlich nicht. Ist tatsächlich auch gelogen. Gut. Aber das wäre auch sehr krass gewesen. Nee, ist negativ, Papa. Ja, ist negativ. Los. Okay, los. Ja.
17-Jährige besteht 40 Kälber im Internet. Das ist ja so ein bisschen wie diese Facebook-Partys früher, ne? Ja. Wo Leute aus Versehen irgendwie die ganze Welt eingeladen haben und die haben dann den Garten von Mama und Papa verwüstet. Aber wenn mal eben so 40 Kälber geliefert werden, ich sag trotzdem mal ja. Ist auch tatsächlich richtig. Ja, ist richtig. Ein 17-Jähriger aus Konstanz hat 40 Kälber im Internet bestellt und diese dann an einen leerstehenden Aussiedlerhof geliefert. Dann hat sich aber der Transportwagen festgefahren. Und dadurch wurde dann in Nachbarschaft um Hilfe gesucht und dann haben Zeugen halt das gesehen. Und dann wurde natürlich direkt die Polizei eingeschaltet. Und aber warum? Konnte man die ja auf Rechnung bestellen dann, ne? Ja, stimmt. Das wäre eigentlich ja, auch sonst oder gleich. PayPal oder so, es wäre ja aufgefallen. Ja, das stimmt. Naja, und dann, warum er die bestellt hat, blieb aber unklar. Das hätte mich jetzt eigentlich interessiert, eigentlich, was der Hintergrund war. Aber wir werden es nie erfahren. Vielleicht fand er das so schade, dass der Hof leer stand. Hat gedacht, ich sorge mal da für ein bisschen Leben rein. Genau, ja. Das kann auch sein. Ja. Was war denn so deine kurioseste Schlagzeile, die du mitbekommen hast? Ich habe schon befürchtet, dass jetzt so eine Frage kommt. Man hat ja so viele Schlagzeilen jeden Tag. Wahrscheinlich fällt sie mir im Laufe des Gesprächs nachher noch ein, aber jetzt akut. Nicht direkt. Nicht direkt. Wir lassen ja auch viele Sachen dann weg, weil der Sinn und Zweck dieser Redaktion ist ja auch, die Menschen davor zu schützen, diesen ganzen Kram, der da jeden Tag kommt, irgendwie sich wirklich anzuhören. Ja. Aber und oft ist es ja auch nur die Überschrift, die dann irgendwie lustig ist. Und wenn man dann den Text liest, ist es gar nicht so aufregend. Aber es gibt manchmal schon lustige Situationen. Wenn mir noch eine einfällt, sage ich sie gleich. Genau, dann wir haben noch einen kleinen Moment Zeit, weil wir schauen uns nämlich jetzt gerade erstmal die Highlights an von unserem Schlagzeilenquiz mit Hinnerk Baumgarten und Ilka Petersen. Willkommen zu Wahr oder Falsch, das Schlagzeilenquiz. Elefantenfamilie auf Autobahn unterwegs. Wir hatten ganz oft beim Serengeti-Park irgendwelche Tiere, die da ausgebrochen sind. Irgendwelche Affen auf der Fahrbahn oder irgendwie sowas. Aber ich glaube, Elefanten nicht. Falsch geparkt in der U-Bahn. Güterzug durchbricht die Schallmauer. Erstunken, unterlog. Nein. Was? Das ist richtig. Es geht nämlich nicht um die Schallmauer, sondern um die Lärmschutzmauer. Riesenwels aus Po gezogen. Das ist nicht dein Ernst. Das ist doch, ja ekelhaft. Doch, also der Kontext erklärt einiges. Ja, und zwar ist der Po ein Fluss in Italien. Ja, wirklich. So, hallo. Ja, der Po, ein Fluss in Italien. Mein absolutes Highlight. Hättest du es erkannt, Riesenwels aus Po gezogen? Der Gag kommt leider ab und an immer mal. Ja. Aber mit Hinnerk funktioniert er natürlich hervorragend. Passiert er hervorragend, ja. Er hat auch perfekt reagiert, finde ich. Ja, aber sehr schön. Wir haben jetzt noch eine Frage gekriegt aus dem Live-Chat. Von Anton. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Jetzt hast du ein bisschen Angst. Ich finde die Frage sehr schön. Ist eigentlich mal eine Frage, die man mal stellen muss. Kann man denn von dem Job als Tagesschau-Moderator leben? Ja. Ja. Also jetzt doch. Ja. Man spricht ja nicht über Geld und Fernsehen aber auch nicht. Das kann man aber sogar ergoogeln, was es da pro Sendung gibt. So, stimmt bei mir übrigens nicht. Ich werde pauschal pro Tag bezahlt bei Tagesschau 24. Aber da kann man von leben. Ja, das hört sich doch gut an. Brauchen wir uns keine Sorgen machen. Nee, es muss niemand für mich sammeln gehen. Ich werde mir jetzt auch nicht 5 Autos kaufen oder so. Das geht auch nicht. Aber so dazwischen. Ich komme zurecht. Gut, sehr gut. Das hört sich doch gut an. Wenn du denn mal nicht vor der Kamera und auch nicht vor dem Mikrofon stehst, was machst du denn dann so? Dann treffe ich mich total gerne mit Freunden. Ich bin gerne bei meiner Familie an der Ostsee. Ich finde, Ostsee ist so ein Wohlfühlort für mich irgendwie zum Runterfahren. Gerade in Hamburg ist ja doch oft laut und viel und wild und viel los. Und dann eben der ganze Schichtdienst. Und ich merke so an der Ostsee, aussteigen aus dem Auto, einmal Luft holen. Und irgendwie fahre ich da innerhalb von Sekunden runter. Und ärgere mich dann jedes Mal, dass ich das nicht schon einen Tag früher gemacht habe. Aber es geht halt nicht immer zwischen den Schichten. Ja. Sport mache ich auch ganz gerne so zum Ausgleich. Um die Alster laufen, was man so macht als Hamburger. Ja. Triathlon ist leider ausgefallen, dieses Jahr wird es auch wieder ausfallen wahrscheinlich. Und vergangenes Jahr ist auch ausgefallen. Da waren wir sonst immer mit einer NDR-Truppe am Start. Ui, Und das macht Spaß. Auch wenn Schwimmen durch die Binnenalster, sagen wir mal so, die Hamburger Wasserwerke sagen, die Wasserqualität sei hervorragend. Man kann aber nur so tief gucken. Also, das muss reichen. Ja, genau. Also ich sag mal Augen zu und durch. Ja, genau. Richtig, das ist, glaube ich, die richtige Einstellung. Du hast gesagt, du triffst dich viel mit Freunden. Was sagen die denn dazu, wenn die dich in der Tagesschau sehen? Oh, meistens ist irgendwie das Hauptding ja, war das Sakko nicht ein bisschen eng? Deswegen zuppel ich auch hier mal an mir rum. Ach so. Dann hat sich immer das Problem, wenn man steht, man macht ja nur einen Knopf zu. Ja. So, ne? Und man sieht sofort. Das stimmt. Das ist spannend. Ja. Wenn ich gleich wirklich stehe, man sieht es, eigentlich habe ich es in der richtigen Größe gekauft. Wir haben ja auch Menschen, die uns dabei helfen beim Einkaufen.
eben weil die darauf achten, ob das dann richtig sitzt und so. Aber oft ist es halt das, gerade wenn man da steht und wir haben ja unterm Tisch so ein Pedal, mit dem wir den Teleprompter-Text bedienen, zumindest bei Tagesschau 24. Das heißt, ich stehe mitunter sehr lange auf einem Bein und trete mit dem anderen Bein dieses Pedal. Das hört sich anstrengend an. Und man balanciert halt so rum, muss ja aber obenrum so aussehen, als wäre nichts. Das heißt, man steht so völlig verdreht, dass jeder Physiotherapeut sagen würde, um Gottes Willen, lassen Sie das. Und dann soll halt hier oben noch alles gerade sitzen. Und das ist das, was den meisten dann auffällt. Das wusste ich inhaltlich zum Beispiel auch nicht. Ist meistens, irgendwie hat gar keiner mitgekriegt. Aber wenn Sakko schief sitzt oder die Krawatte. Ja. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht mit dem Pedal. Ich dachte, da sitzt wirklich jemand, der dann die Geschwindigkeit macht. Aber bei der 20-Uhr-Tagesschau, so. Da gibt es strenge Regeln. Das ist alles vom Betriebsrat abgesehen. Die haben mehr Luxus. Frag mich nicht ab. Ja, genau. Die haben ein bisschen mehr Luxus. Oder wenn ich mal eine Sendung im Ersten mache, die länger geht als, ich glaube, 5 Minuten. Dann kommt eine Sekretärin mit, die den Prompter bedient. Sehr freundlich. Unter 5 Minuten muss ich das selber machen. Alles strikt geregelt, das ist, natürlich. Ja, wir sind ja ein öffentliches Unternehmen, da ist alles geregelt. Jetzt natürlich die fiese Frage. Du hast es schon so ein bisschen gesagt, es ist beides schön, aber wenn ich dich jetzt fragen würde, NDR2 oder Tagesschau, Radio oder Fernsehen? Wenn ich mich langfristig entscheiden müsste, das ist wirklich eine ganz fiese Frage. Das ist eine fiese Frage, ne? Radio ist halt unmittelbarer. Beim Fernsehen sehen wir ja hier, es gehört halt immer super viel dazu, man braucht super viele Leute und man kann nicht mal eben so sagen, zack, auf los geht's los. Beim Radio, wenn das Studio jetzt nicht gerade abgestürzt ist, dann kann ich mir einen Zettel nehmen oder einfach nur mein Gehirn, meine Stimme, Mikrofon an und los und kann sofort erzählen, was Phase ist. Das ist beim Fernsehen immer ein etwas längerer Angang. Obwohl Fernsehen natürlich auch große Vorteile hat, aber und sagen wir mal so, wenn man irgendwann mal auch mit dem Make-up nichts mehr machen kann, ist Radio die sichere Bank. Ja, sprechen wir noch mal ein bisschen über das Radio. Da hast du ja auch angefangen. Wie ist da deine Karriere, also gestartet? Ich finde Karriere immer so krass. Aber ja, ja, ja gut. Ich wollte mit, weiß ich nicht, 13, 14 schon unbedingt zum Radio. Das hatte ich so für mich beschlossen. Das waren ja noch, Opa erzählt vom Krieg, aber so die Zeiten der ersten Privatsender. Die Älteren von uns erinnern sich vielleicht noch, als irgendwie Radio Hamburg und Radio Schleswig-Holstein, FFN und so nach und nach kamen. Und ja, ich muss zugeben, ich habe dann erstmal nicht mehr NDR 2 gehört, sondern die Privatsender, weil das halt cool war, die zu hören. Und dann wollte ich da unbedingt hin und habe dann während der Schule mich schlau gemacht im Arbeitsamt. Da hieß das auch noch Arbeitsamt und nicht Agentur, wie man das denn wohl wird. Ja. Ich fand auch Thomas Gottschalk ziemlich toll. So, Wetten, das war die einzige Sendung, die ich spät gucken durfte als Kind. Und da habe ich die Frau gefragt, wie man denn sowas werden kann, da irgendwie so Radio oder so. Und dann hat die geguckt in ihrem Computer, weil so richtig genau wusste sie irgendwie auch nicht. Und ne, gesagt, ja, ich glaube, also Thomas Gottschalk ist ursprünglich auch mal ja Radio und ein, ja, dann wohl Journalist. Dann habe ich überlegt, wie kann man das werden und habe einen Praktikumsplatz bei den Lübecker Nachrichten gehabt, mit 15, glaube ich, und habe da dann als freier Mitarbeiter angefangen, Zeitungsartikel geschrieben über Krieg im Kleingartenverein, irgendwie Tanzschuleröffnungen, ich weiß nicht, bei wie viel Friseureröffnungen ich war, aber den ersten Laden, den ich begleiten durfte in der Zeitung, den gibt es noch in Lübeck. Also wer da eine Adresse haben will, der scheint ganz gut zu sein, der hat sich gehalten. Ja. Ja, und dann dachte ich halt so zum Abi, ich weiß ja jetzt, wie es geht, ich mache das ja jetzt seit 2 Jahren und habe mich beim Radio beworben und habe sehr viele Absagen kassiert, in denen dann immer drin stand, studieren Sie bitte erstmal was, machen Sie sich erstmal nützlich und melden sich in 2, 3 Jahren nochmal oder in 4. Und bei Delta Radio in Kiel, schöne Grüße nach Kiel. Ja. Da habe ich dann einen Praktikumsplatz bekommen und der Chef da fand wohl meine Stimme ganz gut und hat dann relativ zackig beschlossen, irgendwie gebe ich dem dann doch mal ein Volontariat und Ausbildungsplatz. Und es hat dann noch eine Weile gedauert, habe ich noch eine Ausbildung zum Werbetexter gemacht zwischendurch. Mhm. Bin dann zurück zum Radio und am dritten Tag spätestens war ich dann Nachrichtensprecher, weil gerade einer gebraucht wurde. Der Chef fand, die Stimme passt. Und dann haben die mich ins Studio gescheucht. Und ich wollte nie Nachrichtensprecher werden. Das ist ja der Witz. Also ich wollte eigentlich halt sowas wie Thomas Gottschalk oder Charts moderieren und die in so einem
Gummibärchenglas rumwühlen und irgendwie Leute befragen und so. Und stattdessen hat man mich dann in die seriöse Schiene gesteckt. Aber im Nachhinein bin ich diesen Menschen sehr, sehr dankbar. Ja, das wäre jetzt zum Beispiel meine Frage gewesen. Jetzt ist natürlich, man hat ja irgendwie immer noch Ziele. Dein Ziel früher war es also eher Unterhaltungsbranche, Thomas Gottschalk, so die Richtung. Würdest du es jetzt immer noch sagen? Hättest du immer noch mal Lust quasi, da irgendwie in die Unterhaltungsbranche einzusteigen? Also ich finde schon zum Beispiel so Talkshow-Geschichten oder so machen, finde ich immer noch toll, weil es halt da um Menschen geht, so bei, was weiß ich, 3 nach 9 oder in der Talkshow sich über die Leute zu unterhalten, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Das finde ich schon immer noch, weil es halt auch weniger statisch ist als Nachrichten und man auch mal lachen darf im Fernsehen. Das ist natürlich, ich lache eigentlich gerne, auch Susanne Daubner lacht gerne, auch Judith Rakers, wir dürfen es alle nicht im Fernsehen. Und das ist natürlich, da kann man noch mal ein bisschen eine andere Seite zeigen, ein bisschen echter sein, sage ich jetzt mal. Nicht ganz so steif, wie wir im Tagesschau-Studio so unterwegs sind. Ja. Von daher, wenn das sich irgendwann mal ergibt, aber ich sag mal, die Jobs sind sehr rar. Ja, das glaube ich. Aber dann sagst du nicht nein. Nein. Nein, okay, sehr schön. Gut, damit kommen wir jetzt auch schon zu unserem heutigen Spiel, das große Spiel. Du hast gesagt, du hast ein bisschen Angst, ne, vor der... Ja, vor der Impro. Ich weiß, dass ihr hier komische Sachen macht mit Menschen. Machen wir öfter. Deswegen habe ich ein bisschen Angst. Aber es wird sehr schön. Ich freue mich auf jeden Fall riesig auf die Impro-Tagesschau. Entschuldigung, jetzt habe ich dir in die Moderation gequatscht. Ja, genau. Die Impro-Tagesschau. Ich nehme mal mein Getränk mit. Wo muss ich hin? Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio André Schünke. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Berlin hatte ein 83-jähriger Mann das Haus eines 120-Jährigen angezündet. Hierbei konnte die Feuerwehr das Haus schnell löschen. Der Bruder von Angela Merkel war ebenfalls an dem Einsatz beteiligt, da er seit 99 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr arbeitet. Aus welchem Grund der Mann diese Tat begangen hat, ist noch unklar. Die Polizei vermutet, dass er Geburtstag hatte. Brüssel. Der Promi Mickey Krause ist seit März im Jahr 2001 inhaftiert. Ja, mit sowas müssen wir auch manchmal kämpfen. Genau das ist ja das Ding. Wenn der Prompt da springt. Wenn der Prompt da springt, so, da haben wir es wieder. Der Promi Mickey Krause ist seit März im Jahre 2004 inhaftiert und wurde nun freigelassen. Nur wenige Minuten nach der Freilassung randalierte er Mich fragen ja viele immer, warum habt ihr diese Zettel dabei? Ja. Aus genau diesem Grund. Wir haben jetzt keine Zettel und stehen hier und können nichts machen. Ausdrucke dieses Textes. Er randalierte im Zooviertel und schlug die Scheiben mehrerer Zoogehege ein. Er entwendete außerdem eine Waffe aus dem Jagdbereich des Zoos. So, wir haben zusätzlich noch einige Bilder. Ich hoffe, das klappt. Zudem wir einige Schlagzeilen haben. Hier die erste Schlagzeile für dich. Darmspiegelung bei Dackel geglückt. Genau so ist es. Und wir machen weiter mit der nächsten Schlagzeile. Und zwar wurde der Schlüssel für das neue Vereinsheim der Kölscher Jungs überreicht, feierlich in der Lanxess Arena in Köln. Wir freuen uns auf die nächste Schlagzeile von dir. Das war jetzt bei der WM, ne? Ich kann nicht mehr genau sagen. Das war eine Katze. Eine Katze ist ja. Okay. Katze schießt Tor in der 98. Minute. Richtig, genau so ist es. Und hier haben wir natürlich das Bild des Tages. Und zwar romantische Dates im Café sind out. Man trifft sich jetzt lieber im Internet, weil durch Corona halt das einfach sich etabliert hat. Ja. Das ist jetzt der Fall und wir kommen nun zu den nächsten Nachrichten, die auch wie folgt vom Prompter kommen. Mit dir, André Schünke, sofern es funktioniert. Ich bin sehr gespannt. Ich soll mal kurz gucken, ob das Sakko auch sitzt. Alles klar. Spannend ein bisschen, aber gut. Mallorca. Auf dem Ballermann wurden 130 Menschen mit Strohhalmen erwischt.
Sie hatten das bereits verbotene Gegenstandsgebilde am Anfang der Woche per Koffer nach Palma geschmuggelt. Kurioserweise entwischten knapp 2 Schmuggler, da sie außergewöhnliche Fähigkeiten im Sich-Verstecken zeigten und so verschwinden konnten. Jetzt steht der Gerichtsprozess an, der von keinem anderen als dem auf Mallorca beheimateten Jörg Pilawa durchgeführt werden soll. Ja. Natürlich. Eine Katze wurde am 7.8. von der Feuerwehr aus gerettet. Gerettet, aus dem Baum gerettet. Der vermutete, dass er hat das vergaß. Oh, siehste, ich wäre schon raus bei dem. Ist ganz schön schnell, der ja, Prompter. Ja, jetzt ist es ganz schön schnell. Wir hatten ja, ich voll ja, es gibt einfach so Momente, da flitzt ja dann der Prompter ja, weg. Und man denkt weg. So, verdammt, weil wenn man das Gewicht verlagert auf dieses Pedal, ja, so, dann macht der Text halt so und. Das Schlimme ja ist, wir haben nicht mal ein Pedal, deswegen irgendwie ist es einfach. Wer macht das denn? Wer macht das? Nico! Reiß dich am Riemen! Beinahe aussichtslose Lage. Der DPA zufolge jagte das Tier darauf einen Marder, wodurch es dann noch weiter auf den Baum klepperte. Nach landete die. Ne? Genau. Kommen wir nun zum Sport. Dieter Bohlen hat im Achter 18 Punkte geholt. FC Bayern München hatte nun mit 14:15 gegen Dortmund verloren. Und Heidi Klum holte Gold in der Sportart Rudern. 2 Medaillen kann Deutschland nun für sich gewinnen. Thomas Gottschalk holte Bronze im Achter. Und Heidi, ach, da war Heidi Klum. Heidi, ja, genau. Und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Das finde ich schön, dass ihr diesen Satz von mir genommen habt. Genau. Das war sie, die Impro-Tagesschau mit technischen Pannen. Das erste Mal. Ja, aber so lernt man nochmal, wie es geht. So lernt man, ja, wie es geht. So lernt man, wie es geht. Und jetzt hatten wir, du meintest ja, du hattest so die richtige Panne, hattest du ja noch nicht bei der Tagesschau. Nee, also zumindest nicht Dinge, die ich wirklich, ja, mitbekommen habe. Also wir haben es einmal gehabt, tatsächlich ist mir gerade eingefallen, da war ich am Wochenende im Studio. Und es gibt ja 2 Tagesschautische. Einer steht hier und einer steht da, so ein bisschen, ja, versetzt. In der Mitte dieser Punkt, auf den man sich schmeißen muss, falls die Kamera auf einen, ja, zugerast kommt. Und es lief eine Tagesschau im ersten von diesem Tisch. Das heißt, alle Kameras, die im Raum sind, sind auf den, ja, Tisch ausgerichtet. Dann war ich dran, kam rein und musste mich an diesen Tisch stellen, weil wir bei Tagesschau 24 was weitersenden wollten. Und wunderte mich schon, dass die Kameras halt alle dahin gucken und nicht hier. Ja. Und da war wohl irgendwas in der Regie schiefgelaufen. Und ich wusste auch nicht, gab kein Rotlicht. Hörte irgendwann nur auf meinem Ohr die Redakteurin, die sagte, sprich! Und daraufhin, Sprechpüppi, die ich bin, habe ich halt gesprochen, was da stand. Stand nur leider auch nicht auf dem Prompter, weil der hängt ja an der Kamera. Also habe ich irgendwas vom Tisch abgelesen und wir wissen auch bis heute nicht, was für ein Bild rausgegangen ist oder ob eins rausgegangen ist. Es ist ein ewiges Rätsel geblieben. Schade, ja, wir würden es ja gerne mal ausdenken. Ja. Ja. Aber naja, jetzt hast du auf jeden Fall nochmal eine Panne gehabt. Ich wollte gerade sagen, deine erste, aber dann war es ja nicht ganz die erste, nee, auch nicht direkt im Tagesschau-Studio, aber in unserem improvisierten fast, Tagesschau-Studio. Es ist fast genauso fast, schön, es sah oder eben fast genauso aus, ja. Wir bedanken uns, dass du dabei warst bei diesem Spiel und dass du heute unser Gast warst. Die Show, die geht ja immer schneller, das rast die Zeit. Schon rum? Geht schneller, als man denkt, ja, das ist der Wahnsinn. Die Brille habe ich übrigens nur aufgesetzt, damit ich seriöser aussehe. Nein, natürlich nicht, weil ich den Prompt nicht gelesen habe. Vielen Dank, dass du da warst. Unsere sehr erste gerne Show von Klartext Live, die Sommershow. Aber keine Sorge, falls ihr jetzt Angst habt, dass ihr jetzt alles verpasst habt, dass es das war. Nein, in knapp 4 Stunden geht es schon weiter mit der nächsten Schlag auf Schlag. Wir müssen jetzt nochmal gleich richtig fix proben und hier vor allen Dingen fegen. Ja. Sieht ja schlimm aus. Und dann geht es weiter mit Mea Regensburg. Da gibt es dann den Live-Stand-Up, übrigens nur, ne, ich habe schon gesagt, online in voller Länge, dann später in der aufgezeichneten Version nur noch gekürzt. Ganz wichtig, also deswegen live gucken. Wenn ihr in der Zwischenzeit nichts verpassen wollt, schaut gerne auf Instagram und Facebook vorbei. Da gibt es Backstage-Einblicke und natürlich auch noch Interviews und was weiß ich, alles Mögliche. Also gerne da nochmal vorbeischauen. Klartext.live ist die Adresse. Und ansonsten bedanke ich mich natürlich auch allen Mitwirkenden hier im Saal, alle hinter den Kameras, in der Regie, am Licht- und Tonpult und natürlich auch die Zuschauer im Saal. Da hat gerade eine WhatsApp-Nachricht bekommen. Ansonsten, morgen ist dann Freshta Akbar Zala bei uns zu Gast und die sorgt dann nochmal für richtig Stimmung, was auch musikalisch angeht. Da gibt es sogar noch Tickets, show-klartext.de ist da die richtige Adresse. Gerne nochmal vorbeischauen, dann könnt ihr noch hier in den Saal kommen. Ansonsten sehen wir uns dann um 20 Uhr. Vielen Dank, André, dass du da warst. Und sehr dann gerne. Bis um 20 Uhr. Jo, danke dir. Du kriegst noch ein Geschenk. Geschenk. Danke. Ja. Vielen Dank. Sehr gerne. Kannst du heute Abend gleich wegtrinken. Super, danke schön. Sind wir noch drauf? Ja. Reden wir noch ein bisschen weiter. Genau, ja. Wir sind noch in der Abspannung.